Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dieses Problem ist jenseits der rechtlichen Beurteilung vor allem erst einmal moralisch zu beurteilen. Und ich habe viele Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land kennengelernt, die sich sehr klar am Leitbild des ehrbaren Kaufmanns orientieren. Und zu diesem Leitbild des ehrbaren Kaufmanns gehört dann eben auch, dass man vor allem das Wohl der eigenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Blick hat. Und da geht es zum Beispiel um Gesundheitsschutz. Da geht es aber auch schlicht um die Frage, wenn Arbeitsplatzunsicherheit da ist, füllt man zunächst einmal den Kühlschrank des Arbeitnehmers oder achtet man auf seinen eigenen Kühlschrank? Und da kenne ich eben sehr, sehr viele und die überwiegende Anzahl von Unternehmerinnen und Unternehmern, die dann eher an den Kühlschrank des Arbeitnehmers denken und nicht an den eigenen Kühlschrank. Und diese überwiegende Mehrheit der Unternehmerinnen und Unternehmer, die verhält sich eben auch so. Und manche tun das ja offenbar nicht. Und das ist eben zum Schaden der Beschäftigten, das ist zum Schaden des gesamten Staats, der Gesellschaft und das ist auch zum Schaden des Rufs der vielen ehrbaren Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land. Und solche Unternehmen, und da kommen wir eben zu der moralischen Dimension zurück, solche Unternehmen, die verhalten sich dann eben nicht nur kriminell, sondern die verhalten sich unmoralisch und unsozial. Und dagegen muss der Staat vorgehen, aber eben nicht in aller Pauschalität und auch nicht in einer Form, dass sozusagen alles über einen Kamm geschoren wird, sondern sehr differenziert. Denn nicht jeder Werkvertrag ist am Ende die Umgehung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses, zum Beispiel der Zeitarbeit. Denn die Frage ist ja, was ist die Definition oder was sind die Merkmale eines Werkvertragsverhältnisses? Es ist ein externes Beschäftigungsverhältnis. Diese Personen sind weisungsungebunden und es gibt unterschiedliche Auftraggeber, die an einem konkreten Werk arbeiten. All das ist ja hier in diesen angesprochenen Fällen offensichtlich nicht der Fall, denn hier ist eine Weisungsgebundenheit da und teilweise sind die Beschäftigten auch in den eigenen Betriebsablauf integriert. Also in Wahrheit sind diese Werkverträge keine Werkverträge, sondern eine Umgehung von Zeitarbeit und abhängiger Beschäftigung. Und dafür muss es eine klare juristische Definition geben. Das fordern wir Freie Demokraten schon seit langem. Das ist auch eine Aufgabe, die auf der Bundesebene zu klären ist. Eine klare Abgrenzung von Werkverträgen, das gibt den Beteiligten tatsächlich Rechtssicherheit. Und dann kann der Staat auch tatsächlich konsequent gegen diese Beschäftigungsverhältnisse vorgehen. Denn das scheint ja dringend notwendig zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krasche.